herzlich willkommen heute bei unserem Format Naturmedizin. Aufgrund der Herausforderungen heutzutage, gerade auch mit dem Thema Corona, habe ich mir Dr. Med. Ingfried Hobert eingeladen, Facharzt für Ganzheitsmedizin mit seinem Spezialthema Burnout. Hallo Ingfried. Hallo. Schön, dass du da bist. Gerade für mich heute wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was machen die Menschen, die jetzt vielleicht ihren Beruf verlieren, die orientierungslos sind, die vielleicht auch wirklich extreme Existenzängste haben, die das Risiko haben, in einen Burnout zu fallen? Woran erkennt man das dann überhaupt, dass es mit einem passiert? Also du merkst, Fragen über Fragen, fang einfach an. Ja, ich bin total gespannt. Ja, der Burnout ist eigentlich eine Erkrankung, wo wir in dieser Welt des zu viel von allem uns einfach verlieren. Mhm. Den Kontakt zu uns verlieren, die Verbindung verlieren und nur noch wie ein Roboter so nach Autopilot laufen. Und unser System läuft dann so im Stressmodus. Und dieser Stressmodus, der kann durch ganz viele Dinge ausgelöst sein. Und heute spielt da natürlich Angst eine große Rolle. Wir haben das große Problem, dass die Berichterstattung der Presse im Moment sehr, sehr angstbesetzt ist und man weiß gar nicht, warum die so ihre Neutralität, ihre Nüchternheit in der Berichterstattung verloren hat. Es ist sehr, sehr angstauslösend und das hat große wirtschaftliche Auswirkungen, wie wir alle ausreichend jetzt gehört haben. Und Ängste sind immer etwas, was das System sehr stark unter Stress setzt, weil Adrenalin im Übermaß ausgeschüttet wird. Mhm. Das ist so, wie als würde im Neandertal der Sägezahntiger im Busch rascheln und sofort fährt das System hoch, der Blutdruck geht hoch, der Puls geht hoch, Zucker wird ausgeschieden und. Man ist in einer Situation, die für den Körper sehr, sehr schädlich ist, sehr energiezehrend ist und ruckzuck gerät man in eine, ich habe hier mal eine Flasche mir eben geben lassen, in eine Reservezone hinein. Mhm. Wenn man das aus chinesischer Sicht mal betrachtet, dann können wir sagen, die Energie, die uns tagtäglich zur Verfügung steht, entspricht dem Niveau einer Flasche. Und wenn diese Flasche, diese Batterie voll ist, dann steht uns unser ganzes biologisches Potenzial zur Verfügung und wir können dieses Leben kraftvoll, kraftintensiv leben und das auf einem hohen gesundheitlichen Niveau. Wenn aber viele Faktoren jetzt auf uns einprasseln, die uns ständig mehr Kraft kosten, als wir wieder nachfüllen können, wenn wir also mehr Energie verbrauchen, als dass wir nachtanken, dann geraten wir in den natürlichen Schwankungsbereich irgendwann in diese Reservezone rein, die hier beginnt. Und die chinesische Medizin, aus der dieses Bild kommt, die nennt diese Energie Qi. Ja. Die Inder nennen es Prana. Die Hawaiianer nennen es Mana. Also jede Kultur hat so einen eigenen Namen für dieses Kraftpotenzial. Und wenn wir da jetzt durch Ängste permanent mehr Energie verbrauchen, als uns gut tut, rutschen wir unter diese Reservezone und dann fängt der Körper an, mit Signalen darauf aufmerksam zu machen. Signale, Botschaften des Körpers, die dann zum Ausdruck bringen wollen, dass hier ein Innehalten gefordert ist, um sich erstmal wieder zu besinnen, um erstmal wieder Balance herzustellen. Eine natürliche Balance führt dazu, dass sich die Flasche gleich wieder füllt. Wenn ich jetzt in so einem Arbeitsrhythmus drin bin, ich kenne das ja auch von meiner Berufserfahrung, wo ich mit den Menschen gearbeitet habe, die sind in so einem Alltag drin, die haben ihr komplettes Körpergefühl verloren. Und dann arbeiten die und dann kommt irgendwann der Urlaub, und dann haut's die um. Dann kriegen die eine Erkältung und Fieber. Jetzt muss man ja nicht warten, bis die Flasche wirklich so kurz vor Schluss zu Ende ist. Was sind so die ersten Anzeichen, wo ich als Mann, Frau sagen kann, irgendwas stimmt hier nicht? Ja, so, keine Ahnung, Atemprobleme oder dass ich mit geballten Fäusten da sitze und merke, oh, die Fingernägel drücken ja schon hier rein. Solche Geschichten. Das Besondere ist, dass unser Körper eigentlich ein Wunderwerk ist. Ein Wunderwerk, das sich mit ganz feinen Botschaften meldet. Erstmal ist es ein ungutes Gefühl, das mir schon mal sagt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist aus der Balance geraten. Irgendwie bin ich nicht mehr in meinem Element, in meiner Kraft. Und wenn dieses feine Signal beachtet wird, kann ich sofort eine Gegenmaßnahme ergreifen. Meistens sind diese Botschaften aber so subtil, dass ich es gar nicht mitbekomme, sodass der Körper sich etwas Heftigeres ausdenken muss. Und hat jeder Mensch so ganz nach Konstitution seine eigenen Achillesfersen.
Nicht? Der eine hat eher Unwohlsein im Sinne von Übelkeit, Appetitlosigkeit. Schlafprobleme. Ne? Beim nächsten geht es mehr über Schlafprobleme, der nächste kriegt Rückenschmerz, der nächste eine Erkältung. Also jeder hat also sein eigenes Warnsignalsystem, wo die Signale erst langsam anfangen und dann aber immer stärker werden. Und das ist der Ansatz auch der Naturheilverfahren oder der Ganzheitsmedizin, dass wir schauen wollen, was sind überhaupt die ersten Signale und die eben nicht bekämpfen wollen, so als würden wir jetzt ein rotes Lämpchen am Armaturenbrett einfach rausschrauben am Auto. Ja. Ein Lämpchen, das eigentlich auf was aufmerksam machen will. Und der klassische Schulmediziner, der versucht schnell das Lämpchen rauszudrehen, weil alle eigentlich daran interessiert sind, dass kein Lämpchen leuchtet. Ja. Nicht? Auch nicht der, die Wirtschaftskreisläufe, auch der Patient, alle wollen schnell wieder im Wohlbefinden sein. Aber das ist nicht die Lösung. Nicht? Es geht hier nicht darum, reparierend einzugreifen. Es geht auch nicht darum, dem Patienten zu sagen, arbeiten Sie weniger. Es geht darum, und das mache ich in meiner Praxis, wenn Patienten zur Kur nach Steinhude, an Steinhude mehr kommen, den Patienten anzuleiten, zu einer erhöhten Bewusstheit zu kommen, zu einem wacheren Wahrnehmen, wann genug genug ist. Nicht? Also diese feinen Signale frühzeitiger erspüren zu können, also eine Körperwahrnehmung zu entwickeln, die ihn im rechtzeitig genug signalisiert oder wo es bei ihm ankommt, dass jetzt der Körper sich meldet, weil eine Schieflage entstanden ist. Nicht? So kann ich abends, ja, wenn ich um 6 Uhr müde bin, kann ich die Entscheidung treffen, ich folge dieser Müdigkeit und fahre nach Hause. Ich kann aber auch die Entscheidung treffen, ich mache mir jetzt einen starken Kaffee und arbeite weiter. Und so brauche ich eben eine feine Wahrnehmung grundsätzlich für das, was mich nähert, was mir gut tut und für das, was mir nicht gut tut. Und das ist das Ziel der modernen Burnout-Therapie, diese Wahrnehmungsfähigkeit zu erhöhen. Jetzt, wie du schon vorhin sagtest, bekommen wir durch viel Stress, durch Unruhe einen erhöhten Adrenalinpegel. Jetzt konnte ich natürlich früher kämpfen und wegrennen. Ja, dann habe ich dann vielleicht Serotonin ausgestoßen als Gegenspieler. Jetzt kann ich natürlich heute, wenn im Büro, sage ich mal, mein Chef mich auf die Palme bringt, jetzt nicht anfangen zu kämpfen oder wegzurennen. Was gibt's für denjenigen als Tipp? Was können wir machen, um den Adrenalinpegel? Gibt es dafür Kräuter oder kann ich irgendwelche, laufe ich halt meine 3 Stockwerke dann oder eine Atemtechnik? Weil du warst ja in der ganzen Welt schon unterwegs. Vielleicht hast du da so einen Geheimtipp. Also du hast die 3 Wege schon vorweggenommen genannt. Also es ist tatsächlich so, das stärkste Mittel, das sehe ich, wir haben in unserer Praxis ein sehr modernes Stress-EKG. Bei diesem Stress-EKG messen verschiedene Ableitungen im Millisekundenbereich verschiedene Herzfrequenzen und daraus wird ein Balkendiagramm technisch dargestellt. Das zeigt, wie stark mein Sympathikus, also mein Stresslevel ist, Adrenalinausschüttung, und wie hoch mein Parasympathikus, ne, Hauptvertreter der Smart Vagus, der Vagusnerv, der Entspannungsnerv, wie weit die in Balance sind oder wie weit die Balance eben gestört ist. Und am Ende dieses Stress-EKGs kann man den Patienten 2-3 Minuten atmen lassen, in einer ganz besonderen Atemtechnik. Mhm. Und dann sieht man schon in den 2 Minuten, wie der Sympathikus runter und der Parasympathikus hochgeht. Also ich habe diese eine Atemtechnik, wo man so ganz lange einatmet und dann wirklich die Luft anhält, so 2-3 Sekunden und ausatmet. Das finde ich schon mal für mich immer ein ganz gutes Werkzeug. Ja, ne, also wir so sagen, so wie die deutsche Sprache es schon sagt, erstmal tief durchatmen. Mhm. Alleine das tiefe Durchatmen, so bis 7-10 beim Einatmen, bis 8-10 beim Ausatmen, das mit 10 Wiederholungen führt zu dreierlei Effekten. Das erste ist, dass wir tief Sauerstoff ins System reinbekommen. Das zweite ist eine Vagusreizung, also der Entspannungsnerv wird gestärkt. Und das dritte entscheidende ist, bei dem Versuch tief zu atmen, bin ich im Hier und Jetzt. Das heißt, ich bin nicht im Wenn und Aber, im Da und Dort, in der Wertung der Dinge und mit meinem Kopf im Gestern oder Morgen, sondern ich bin genau da, wo Leben jetzt gerade stattfindet und verbinde mich mit dem bewussten Atmen, auch mit dem Augenblick. Das heißt, mein Kopf wird plötzlich leer von all diesen Programmen, die auch diesen Stress erzeugen. Also diese 3 Effekte nutzen wir und das können wir mit modernen wissenschaftlichen Methoden, können wir das ganz einfach darstellen. Also ein ganz wichtiger Aspekt. Jemand, der ständig unter dem Sympathikus-Tonus läuft,
der ist natürlich so in der Überspannung, dass er das natürlich auch irgendwo wieder rauslassen muss. Das heißt, für den ist dann eine sportliche Bewegung natürlich abends nach der Arbeit irgendwo wichtig, aber gleichzeitig ist er meistens so erschöpft, dass er das nicht kann. Er kann sich aber auch nicht hinsetzen, 20 Minuten meditieren, weil dann muss er nach 3 Minuten wieder aufspringen, weil er es nicht aushält zu sitzen, weil das System weiterläuft. Und da muss man sich so im Detail nochmal mit beschäftigen. Da gibt es dann ganz spannende Entschleunigungstechniken, damit das System umschalten kann von Sympathikus auf Parasympathikus. Was ich jetzt über die Jahre immer wieder gesehen habe, dass ich Führungskräfte hatte, die schon beruflich am Anschlag waren und aber sich dann in der Freizeit noch auf Marathon vorbereitet genau. haben. Wo ich denke, das katastrophal. Geht in die Hose. Ja. Absolut, absolut. Das heißt, wenn das gleiche Leistungsdenken des Alltags dann in ein privates Leistungsdenken übergeht und man sich dann sportlich überfordert, geht völlig nach hinten los. Ja. Es geht nur darum, diesen Überdruck rauszulassen. Wir sehen das ja schön, wenn wir Belastungs-EKGs machen. Jemand kommt mit dem Blutdruck von 180 zu 100, fährt nur 10 Minuten mit dem Fahrrad und plötzlich ist der Blutdruck normal. Mhm. Er hat den Überdruck rausgelassen. Mhm. Also das ist etwas, was wir sehr gut nutzen können. Und gleichzeitig hat natürlich das traditionelle Heilwissen der verschiedenen Kulturen, die Ethnomedizin, hat über die Jahrhunderte sehr viele spannende Heilpflanzen auch hervorgebracht, die in verschiedenen Kulturen eingesetzt werden. Wir nennen sie heute Adaptogene. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, zum Beispiel aus der Ginsengwurzel, aus der Astragaluswurzel, Rhodiolan, nicht die Rosenwurz, hier Ashwagandha, die indische Heilwurzel. Man kann solche Wurzelkomplexe, solche Wurzelextrakte heute sehr gut einsetzen bei Burnout-Patienten. Nicht? Also Wurzelkomplexe, aber auch chinesische Kräuterrezepturen. Hier ist zum Beispiel die Remanya-Pflanze eine ganz besondere Heilpflanze. Okay. Wir haben da Verschiedenes in der Ethnomedizin und es hat auch eine Firma in Deutschland, Ethnohealth, hat auch diese Rezepturen in sehr reiner, qualitativ hochwertiger Form hervorgebracht. Und so haben wir Möglichkeiten, aus verschiedenen Kulturen Dinge in unseren Lebensstil mit einzubauen, die uns immer wieder helfen, diese Balance rechtzeitig herzustellen. Mhm. Und das ist so wichtig, weil die moderne Schulmedizin ist eine Reparaturmedizin geworden, die reparieren möchte und das auch sehr gut tut, bis zu einem gewissen Punkt, dann aber häufig auch den Bogen überspannt und zu einem echten Gefahrenmoment für uns alle wird, weil sie die Vielzahl der Nebenwirkungen außen vor lässt und weil Wissenschaft hier in einer Weise gebraucht wird, wie sie bestimmten Interessengruppen nützlich ist. Mhm. Und wir sehen ja heute gerade, du sprachst eben die Corona-Zeit an, wie Wissenschaft auch viel Vertrauen jetzt eingebüßt hat. Ja. Weil wir die unterschiedlichen Studien sehen und jede Gruppe nutzt sie für sich. Die einen, die Angst haben vor dem Virus, nutzen die Studien so. Die anderen, die Angst haben vor der Zwangsimpfung, nutzen die Studien so. Also jeder zieht sich das raus, was er braucht. Und in der Ganzheitsmedizin gucken wir, was haben Menschen über die Jahrhunderte, gerade in der Ethnomedizin, was haben Menschen über Jahrhunderte hervorgebracht, um das Leben anderer Menschen zu erleichtern und zu bereichern. Und aus diesem Heilschatz nehmen wir das, picken wir das Beste raus und schauen uns diese Rezepturen auch wissenschaftlich an, gucken, welche Studien sind da gemacht worden zu den einzelnen Inhaltsbestandteilen, um dann auch sagen zu können, gut, diese Rezeptur, die ist wirklich einsetzbar für diese oder für jene Krankheit, für Rheuma, für Bluthochdruck, für Diabetes und, und. Okay. Und wir sind hier raus aus der, aus dieser Geschichte mit diesem riesigen Gesundheitsinvestment, das erstmal daran interessiert ist, Menschen zu bedienen in ihrer Krankheit. Nach dem Motto, du bist jetzt Diabetiker, kein Problem, wir haben genug Insulin für dich bis an dein Lebensende. Mhm. Du bist jetzt Rheumatiker, kein Problem, wir haben genügend Schmerzmittel für dich bis ans Lebensende. Und die Ganzheitsmedizin, die ich vertrete, die geht grundsätzlich davon aus, alles, was kommt, kann auch wieder gehen. Und wir brauchen heute ein Gesundheitssystem, das sich mit den Ursachen beschäftigt und den Menschen anleitet, Dinge rechtzeitig wahrzunehmen und Leben radikal zu verändern, wenn man merkt, es geht in die verkehrte Richtung. Okay.
Und gerade jetzt nach Corona müssen wir Medizin neu denken und wir brauchen ein Gesundheitssystem, das nicht zu 99% auf Pharma aufgebaut ist, sondern das zum größten Teil eben auf Präventivmedizin aufgebaut ist. Ich versuche mich jetzt auch mal in die Lage von diversen Zuschauern zu versetzen, die zum Beispiel sagen, ich komme jetzt schon an meine Grenzen. Es ist jetzt noch nicht so, dass ich direkt zu einem Arzt gehen würde und sagen würde, hier, ich leide an Burnout, aber ich merke, es wird mir alles zu viel. Kannst du diese Burnout-Symptome gewissen Wurzeln oder Heilkräuter zuweisen? Also es gibt ja manchmal auch so verschiedene Magnesiumsorten, die nimmt man dann, wenn man zappelig ist oder wenn man Wadenkrämpfe bekommt. Oder man hat jetzt zum Beispiel einen Burnout, wo man sich isoliert und keine sozialen Kontakte mehr möchte oder extrem müde wird oder eben diesen Fluchtaspekt hat, dass man dann auf einmal anfängt, sich auf einen Marathon vorzubereiten und völlig nur am Wegrennen ist. Gibt es für den Zuschauer, der sagt, ich möchte jetzt präventiv mich vielleicht schon mal da mit eindecken, mit diversen Kräutern, gibt es da aus deiner Erfahrung Wirkstoffe, die auf den verschiedenen Typen vielleicht wirken? Absolut. Also ich bin ja vor vielen Jahren gebeten worden, für ein kleines Start-up mal die 35 besten Rezepturen unseres Planeten zu definieren. Mhm. Für jeden Bereich das Beste, was man zur Vorbeugung tun kann, zur Unterstützung eines Organsystems. Und wenn jetzt jemand merkt, dass er seinen Schwachpunkt hat, wenn Burnout langsam zunimmt und es macht sie über das Herz bemerkbar. Über häufiges Herzrasen, über Herzrhythmusstörungen, nicht, aber auch manchmal so ein Engegefühl in der Brust. Dann gibt es natürlich Rezepturen, die beruhen zum Beispiel auf Extrakten aus Granatapfel, nicht, aus Mistel, aber auch Aminosäuren sind dabei, Arginin, Carnitin, um die zu nennen, oder Coenzym, Q10. Mhm. Nicht, wir haben hier eine Vielzahl von hochpotenten Kräuterextrakten, die man in so einer Herzrezeptur dann vereinigt und die das Herz einfach unterstützen und schützen sollen in seiner Funktion. Das Gleiche haben wir, wenn jemand zum Beispiel mit Fibromyalgie reagiert, nicht? Etwas auch von innerer Anspannung so weit überhand nimmt, dass Muskeln, Sehnen, Gelenke wehtun, auch weitere Rheumasignale sich dann zeigen, Arthrose, Arthritis, nicht? Rheumaknoten. Hier gibt es Rezepturen, die vor allem ayurvedische Mittel beinhalten. Nicht? Eine Rheumarezeptur mit der Tryptoridiumpflanze, mit Myrrheextrakt, natürlich mit Kurkuma und Weihrauch, sehr hoch dosiert. Etwas, was ich auch in meiner Praxis am Stein oder Meer sogar als Infusion gebe bei solchen Burnout-Patienten, die schwerpunktmäßig sich mit rheumatischen Entzündungen beschäftigen müssen. Also eine Weihrauchinfusion oder so eine Mischung? Nein, eine Kurkuma-Infusion. Ach, eine Kurkuma-Infusion. Also man kann hochdosiertes Kurkuma geben mit unglaublichen Effekten, wo ich immer wieder erschreckt bin, wenn ich sehe, ich habe es nochmal gegoogelt, sondern auf PubMed nachgeguckt, das ist so die größte Wissenschaftsdatenbank. Es gibt 8000 Studien, wissenschaftlich belegte Studien über die Wirkung von Kurkumin. Ja. Auch bei Entzündungserkrankungen, auch bei viralen Infekten. Und alle wissen es, aber warum wird es nicht eingesetzt? Nicht? Obwohl die Wissenschaft es ganz deutlich zeigt. Viele sagen, es macht so Flecken. Aber grundsätzlich ja. Als Transporter habe ich mir auch sagen lassen, brauchen wir da immer den Pfeffer dazu? Ja, wenn wir es oral einnehmen, über den Mund schon, das Piperin. Aber wenn man es als Infusion gibt zum Beispiel, dann geht es ja direkt ins Blut über. Und wir haben direkt im Blut die volle Bioverfügbarkeit. Also ich kenne jetzt nur die Vitamin-C-Infusion. Das spürt man ja dann auch, dass man wirklich... Also ich fühle mich danach auch immer gut. Ja. Aber bei dem Kurkuma, was gibt es da für Erfahrungen? Also wenn ich jetzt sage, hier, mir geht's nicht gut, ich bin eh schon geschwächt, mache mir jetzt so eine Infusion. Gibt es da so einen Effekt? Ja, also wir haben den Effekt, dass es Darmentzündungen sofort runtergehen. Wir können das messen über den sogenannten hochsensiblen CRP-Wert. Mhm. Den messen wir bei allen Therapien, die wir in Steinhude machen, immer im 14-tägigen Abstand, sodass wir sehen können, ob solche Infusionen mit 15 Gramm Vitamin C oder mit Kurkuma oder mit Artemisinin, nicht, dem Beifuß. Nicht, wir kontrollieren immer mit den Laborwerten, ob die auch runtergehen. Mhm. Genauso wie wir auch bei den Ethno-Health-Produkten schauen, dass hier entsprechende Wirksamkeitsnachweise nicht über das Befinden des Patienten kommen, sondern dass wir auch über das Labor gucken, bessern sich hier Entzündungswerte, hält diese Rezeptur auch das, was sie verspricht.
Und wenn wir auf andere Dinge gucken, zum Beispiel Immunrezepturen mit hochkonzentrierten Beerenextrakten, die Acai-Beere, Aronia-Beere, Camu-Camu, Goji, Acerola, also die besten Beeren unseres Planeten, verbunden in einer Rezeptur, die nur das Immunsystem unterstützen soll. Oder eine Rezeptur wie so eine Cholesterinrezeptur, wo nur Heilpflanzen drin sind, von denen wir wissenschaftlich bewiesen haben, dass die einzeln schon in der Lage sind, den Cholesterinspiegel, auch den schlechten Cholesterinspiegel zu senken. Ja, das wäre doch auch mal so ein Thema für ein weiteres Interview. Ja. Ich denke, Cholesterin wird auch sehr viele Menschen beschäftigen. Man sieht es ja an den Umsätzen. Also es ist eines der umsatzstärksten Medikamente, ist der Cholesterinsenker. Wird auch gut gewirtschaftet mit. Ja. Und da ist natürlich für viele Zuschauer sicherlich auch sehr wichtig, mal Alternativen aus der Natur für sich rauszuziehen. Wenn ich jetzt als Zuschauer sage, ich möchte wirklich jetzt den Burnout auf diesem Wege behandeln, wo kann ich mich jetzt informieren? Ich möchte jetzt keine Medikamente bekommen oder ich möchte wirklich, so wie du es gerade beschrieben hast, auf die Produkte zurückgreifen können, vielleicht dann auch mal einen Arzt haben, der mich mit diesen Infusionen versorgt. Naja, grundsätzlich Ärzte, die sich mit Naturheilverfahren beschäftigen, wissen um solche Dinge. Ich tue seit 25 Jahren mit dem Rüdiger Dahlke zusammen Ärzte in Naturheilverfahren ausbilden. Okay. In meiner Akademie ethnomed.de. Und hier kann man sich ausbilden lassen, auch als Heilpraktiker in dem Bereich Ganzheitsmedizin, okay. Naturheilverfahren. Und das ist eine schöne Möglichkeit, sich da zu informieren. Und in meiner Praxis biete ich natürlich Kuren an am Steinhuder Meer. Das ist auch eine Möglichkeit, sich da zu informieren. Und ansonsten hat die Firma EthnoHealth hier sehr schöne Produkte, die man sich auch angucken kann. Aber das muss nicht von da kommen. Es gibt viele andere wunderbare Produkte. Wichtig ist nur, dass es sich um Extrakte handelt, die extrem hoch dosiert sind und die in der natürlichen Vielfalt richtig zusammengesetzt sind, wo sicher ist, dass sie in Deutschland hergestellt sind, dass sie hohen Qualitativstandards entsprechen, dass auch auf Pestizide und sowas mit eigenem Labor untersucht wird. Also all diese Dinge um Qualität sind unglaublich wichtig. Okay. Und dann kann man solche hochdosierten Naturkräuter wunderbar einsetzen, um den Körper damit zu unterstützen. Super. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für das Interview. Liebe Zuschauer, mir war es jetzt wirklich auch ein Herzensanliegen, gerade in dieser schweren Corona-Zeit, Ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich auch, was die Burnout-Prävention angeht, sich mit dem Thema zu befassen, dass wir gestärkt und motiviert in eine neue Zeit reinkommen. Und ich wünsche Ihnen dabei alles Gute. Bleiben Sie kritisch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Infos mit auf den Weg geben. Und auf bald. Dankeschön.